Ja, also der umfassende Umbau der Krankenhauslandschaft in Deutschland kann also kommen. Der Bundesrat, wir haben es gerade gesehen, rief nicht den Vermittlungsausschuss an und billigte damit dieses Gesetz. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hatte ja zuvor eindringlich vor einem Scheitern der Reform gewarnt, wie wir auch gerade in seinem Statement noch mal hören konnten, was beim Anrufen als Vermittlungsausschuss dann ja durch die aktuelle rot-grüne Minderheitsregierung eher unumgängbar gewesen wäre. Also, der Bundesrat passiert das Gesetz und wir fragen nach bei unserer Reporterin, bei Jeanette Clark in Berlin im Bundesrat. Jeanette, es war spitze auf Knopf, wie du gerade in deinem Kommentar auch gesagt hast. War richtig eng am Ende, dann vielleicht auch ein Stück weit überraschend das Ergebnis oder dann doch große Erleichterung zu spüren? Naja, Erleichterung kann man das nicht nennen, weil das Votum ja sehr gespalten war. Aber in der Tat war es sehr spannend bis zum Schluss. Also die Länder haben es hier nicht nur in den letzten Stunden, sondern auch in den letzten Tagen sehr spannend gemacht. Aber auch vor dem Hintergrund, dass diese Krankenhausreform ja 2 Jahre vorbereitet worden ist und es viel Streit zwischen Bund und Ländern darüber gab, wie diese Krankenhausreform aussehen soll. Deswegen war auch in dieser Woche kurz vor dieser letzten Abstimmung hier im Bundesrat das Votum der Länder sehr, sehr uneindeutig. Also es gab in den letzten Tagen immer wieder vermutete Mehrheiten für die Anrufung eines Vermittlungsausschusses und einen Tag später wieder gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Und man muss es auch einfach sagen, die Länder haben sich es natürlich nicht einfach gemacht, denn es gibt vieles oder gab auch vieles abzuwägen. Auf der einen Seite herrschte Einigkeit, dass sich in der deutschen Kliniklandschaft was ändern muss. Viele Kliniken sind stark insolvenzgefährdet, das Personal überlastet und auch die Behandlungsqualität lässt immer häufiger zu wünschen übrig. Deswegen war es klar, es muss eine Reform kommen. Aber wie soll die aussehen? Und wie werden die Länder vor allem daran beteiligt? Das Ziel dieser Reform, dass man also die Kosten für die Krankenhausversorgung senken möchte und die Qualität der Versorgung für die Patientinnen und Patienten erhöhen, darin waren sich eigentlich alle einig. Aber ob dieser Entwurf, der Gesetzentwurf von Karl Lauterbach das erfüllt, da gab es eben im Kreise der Länder große Skepsis. Noch vor einem Jahr, muss man sagen, haben die Gesundheitsminister der Länder aller 16 Länder einstimmig sich gegen diese Reform gestellt gehabt. Es wurde natürlich noch daran gearbeitet, es wurden Änderungen vorgenommen und nach wie vor waren nicht alle damit glücklich, weil sie gesagt haben, die Folgekosten für die Länder, die Bürokratie, die auf die Länder zukommt, eine Ungleichbehandlung, die die Länder befürchten, einige Länder zwischen Patienten, die in der Stadt oder auf dem Land versorgt werden müssen, all das spielte natürlich hier eine Rolle. Also man hat es sich nicht leicht gemacht und es war wirklich ein Ringen bis zum Schluss. Das Ganze hat noch mal Dynamik bekommen heute im Verlaufe des Tages, weil der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke von der SPD, heute seine Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher von den Grünen entlassen hat. Warum hat er das getan? Weil Ursula Nonnenmacher anders abstimmen wollte, nämlich gegen eine Anrufung des Vermittlungsausschusses als Dietmar Woidke, der für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses war. Da hat er sie kurzerhand entlassen und deswegen konnte Brandenburg für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Ich habe mit Ursula Nonnenmacher, als sie hier hinter mir aus dem Plenarsaal des Bundesrates kam, kurz sprechen können und habe sie gefragt, da war es noch ein Gerücht, stimmt es, Frau Nonnenmacher, dass Sie gerade entlassen worden sind? Und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte sich stark gemacht, dass man das Ganze passieren lässt, weil sie gekämpft hat 2 Jahre lang und verhandelt als Gesundheitsministerin, dass es Verbesserungen im Gesetz gibt, aber es gab keine Einigkeit und dann ist sie eben von Dietmar Woidke entlassen worden. Mit Dietmar Woidke konnte ich vor ungefähr 10 Minuten darüber sprechen. Herr Ministerpräsident Woidke, Sie haben heute Ihre Gesundheitsministerin, die Grüne Ursula Nonnenmacher, entlassen. Warum? Das hängt damit zusammen, dass die Ministerin sich geweigert hat, dem Abstimmungsvotum, das ich vorgegeben habe, hier für den Bundesrat für die Krankenhausreform zu folgen. Sie hat sich geweigert, dem Vermittlungsausschuss zuzustimmen. Und die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Wir hatten am Mittwoch eine Krankenhauskonferenz, wo alle am Krankenhaus, in der Krankenhauslandschaft relevanten Persönlichkeiten anwesend waren in der Staatskasse. Es waren fast 100 Menschen. Es waren Krankenhausträger dabei. Es waren genauso Landrätinnen und Landräte. Es waren Bürgermeister da, Städte- und Gemeindebund, Landkreistag und Krankenhausgesellschaft. Alle haben gesagt, diese Reform ist in dieser Form nicht geeignet, sie muss dringend überarbeitet werden und haben uns dringend empfohlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen.
Ursula Nonnemacher war dazu nicht bereit. Und ich kann als Ministerpräsident auch für das öffentliche Bild des Landes Brandenburg nicht zulassen. Das ist ein klares Votum, das wir auch im Land haben, eine klare Meinung, hier im Bundesrat konterkariert wird durch eine Ministerin, die mit der Wahrnehmung von Aufgaben von mir beauftragt ist. Muss sich nach Koalitionsvertrag, wenn die Minister nicht einer Meinung sind, sich das Land enthalten hier im Bundesrat? Der Koalitionsvertrag endet am Tag des Zusammentritts des neuen Landtages. Und das ist bei uns schon einige Wochen her. Das heißt, der Koalitionsvertrag gilt nicht mehr. Jetzt hat die Anrufung des Vermittlungsausschusses keine Mehrheit gefunden, obwohl Brandenburg dafür gestimmt hat. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass wir den Erwartungen erstmal unserer Beteiligten im Land Brandenburg gerecht geworden sind auf der einen Seite, aber natürlich gehen die Erwartungen jetzt auch weiter. Wir werden kritisch, aber auch konstruktiv den weiteren Prozess begleiten und das Beste für unsere Krankenhäuser rausholen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und es hat also im Endeffekt nichts gebracht, dass Dietmar Woidke seine Ministerin entlassen hat. Die Stimmen von Brandenburg für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses, die haben dann doch nicht mehr den Ausschlag gegeben. Man muss sagen, dieser Prozess in Brandenburg, der hat auch im Hintergrund ein Telefonieren in Gang gesetzt. Und zwar die Grünen im Länderkreis, die haben natürlich darüber gesprochen, was ist da gerade passiert mit unserer grünen Ministerin Ursula Nonnemacher in Brandenburg. Wie verhalten die Grünen in den weiteren Bundesländern, wo sie in Koalitionen sitzen, sich dann entsprechend bei der Abstimmung? Schleswig-Holstein beispielsweise hatte eigentlich im Vorfeld signalisiert, durchaus für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses zu stimmen. Dort sitzen die Grünen ja mit der CDU in einer Koalition. Schleswig-Holstein hat sich letztendlich jetzt enthalten. Also die Stimmen haben nicht gereicht. Man wird es noch mal nacharbeiten müssen, wie die Grünen sich im Einzelnen dann in den Ländern verhalten haben. Aber dieses spielte alles bei der Entscheidung heute durchaus eine Rolle. Jetzt unterm Strich muss man noch mal sagen, also die Krankenhausreform, über die 2 Jahre debattiert worden ist, eine der größten Gesundheitsreformen der letzten 20 Jahre, auch eine der strittigsten, die hat hier den Bundesrat passiert und kann in Kraft treten. Vielen Dank, Jeanette Clark, für uns vor Ort in Berlin im Bundesrat. Es herrscht nun also Klarheit.